Die Aufregung ist groß. Schönen guten Morgen, Benji. Auch bei Benji Binek. Komm, ist noch ein bisschen Platz da. Dino Angel. Was war denn, Benji? Oh Gott, ich hab was gesucht. Tut mir leid. Ja, Sie sehen es, liebe Zuschauer, hier ist eine Menge los. Dino Angels sind zurück, 20 Jahre nach ihrem Debüt. Gefühlt hat sich gar nichts groß verändert. Wir schauen einmal auf diese unglaubliche Erfolgsgeschichte. Sie sind immer noch die erfolgreichste Girlgroup auf dem europäischen Kontinent, verkaufen Millionen Tonträger und haben alle denkbaren Musikpreise gewonnen. Neben den Spice Girls sind die No Angels Synonym des Girlpops Made in Europe. Im Jahr 2000 gehen Vanessa Petru, Sandy Mölling, Nadja Benaissa, Jessica Walz und Lucy Diakowska als Siegerinnen aus der Castingshow Popstars hervor. Aus 5000 Bewerberinnen wurden sie ausgewählt und landen auf Platz 1 sämtlicher Charts. Den Anschlusstreffer erzielen sie mit dem Eurythmics-Cover There Must Be an Angel. Must be an angel. 2003 sind die No Angels aber plötzlich nur noch zu vier. Jessica Walz kehrt aus der Babypause nicht mehr zurück. Die Fans sind geschockt, als die No Angels wenig später ihre Auflösung verkünden. 4 Jahre danach aber sind sie wieder zurück und feiern ein Comeback. Wieder nur zu vier, denn Vanessa Petru steigt komplett aus. Doch an die alten Erfolge können die No Angels nicht mehr anknüpfen. Beim ESC 2008 in Belgrad landen sie nur noch auf Platz 23 für Deutschland. Dann steigt Nadja Benaissa aus. 2014 folgt dann das endgültige Aus. Alle Engel ziehen sich ins Privatleben zurück. Vanessa macht ihren Doktor in Psychologie, Nadja holt ihr Abitur nach, Jessica geht zum Radio, Sandy wird Musical-Darstellerin. Nur Lucy ist weiterhin im Fernsehen zu sehen bei unzähligen Formaten. Und jetzt der Paukenschlag. Sandy, Jessica, Lucy und Nadja melden sich zurück mit einer Celebration-Version ihrer alten Songs. Die No Angels feiern zum dritten Mal ein Comeback. Ein weiterer Rekord in der deutschen Popmusik. Herrlich. Das Gefühl ist immer noch da. Ja. Es ist wunderschön. Schönen guten Morgen nochmal. Ja, ja, unbedingt. Bei uns. Unbedingt. Oh, bei uns auch. Ganz toll. Schön, dass ihr wieder da seid. Zu viert. Erzählt mal ganz kurz, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr gesagt habt, wir machen das jetzt nochmal. Wer hat wen angerufen? Wie lief das ab? Ach, da gab es keine Telefonkette, Gott sei Dank. Nee. Es startete eigentlich damit, dass unser jetziges Plattenlabel unsere alten Songs für die Streamingportale zurecht gelegt hat. Ja. Sie kamen wieder raus und verfügbar gemacht hat. Haben eine E-Mail bekommen, herzlich willkommen, ihr seid jetzt dabei. Wir so, okay. Und dann ging eine großartige Welle der Begeisterung durch Social Media und wir haben so viele Nachrichten bekommen. Es wurden so viele Videos gemacht und das hat in uns natürlich auch was ausgelöst und auf einmal kamen viele, viele Puzzleteilchen zusammen und dann haben wir auf einmal Daylight nur aufgenommen. Und haben ein Video gedreht und haben jetzt ein Album. Und seid damit einfach mal von 0 auf 1 gegangen. Es sind unglaublich schöne Bilder auch hier in der Vinyl zu sehen. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es lohnt sich definitiv. Ihr seid zu viert, Vanessa wollte nicht mehr. Nein. Sie macht was ganz anderes. Sie lebt auch in Kalifornien, lebt auch in Los Angeles und hat Psychologie studiert, hat ihren Master und ist da an der Uni und doziert und alles. Also es war kein Thema, dass sie noch mal mit dazu kommt. Nein, sie hat sich da auch wirklich komplett zurückgezogen. Sieht man auch in Social Media. Okay. Da ist sie nicht zu finden und das hat sie für sich so entschieden. Das heißt, es wäre noch ein Platz für mich frei in der Band. Ja, aber erstmal musst du alle diese alten Hits lernen, die natürlich auf dem Album drauf sind. Das die haben wir neu aufgenommen. Das weiß ich. Und bitte deine Harmony dann auch kennen. Ich bin auch vorbereitet. Ich habe nämlich sogar das Video, was ihr gedreht habt, zu Still in Love with You. Hast du da deinen Part dabei gefunden? Ja. Ach so, du bist mal dabei. Mit wem willst du lernen? Ich
Ihr sagt gerade, so ein toller Dreh war das irgendwie. War das denn irgendwie jetzt auf einmal wieder zusammen zu sein, wieder Musikvideos zu drehen, wieder die Lieder zu singen, teilweise ein bisschen neu arrangiert? Erzählt mal, wie musste ich das angefühlt haben? Das ist eigentlich so viel Freude und Glück, also so emotional. Also manchmal schauen wir uns einfach an und es ist so, können es überhaupt nicht glauben. Also manchmal drückt auch manchmal so ein Freudentränchen oder wir müssen dann einfach mal lachen oder uns in die Arme fallen. Natürlich ist auch viel zu tun und ist auch manchmal ein bisschen stressig, aber wir sind einfach so froh, dass wir wieder zusammen sind und dass wir so eine gute Zeit haben und wir haben einfach total viel Spaß. Ja. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen, klar, vom großen Comeback gesprochen. Ihr selber hört ist das Wort gar nicht so gerne, ne? Nee, es ist es einfach nicht. Es ist wirklich ein Jubiläum. Es ist ein Jubiläum und ein Comeback. Was ich daran nicht mag, ist, dass ein Comeback immer so groß geplant ist. Mhm. Es ist groß geplant, du planst bis ins kleinste Detail, du nimmst neue Songs auf. Da kommt so ein Druck auch auf, ja? Denn du willst dem Ganzen gerecht werden. Und das hier war eine viel organischere, schönere Zusammenkunft wieder, die von den Menschen, die uns am meisten da draußen lieben und hören wollten, einfach initiiert war. Und das ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Dann kommt dieser Druck nicht auf. Was bedeutet das denn für die Zukunft? Also sagt ihr, okay, wir belassen das jetzt erstmal bei dem Album und gucken, was passiert? Oder sagt ihr, wir wollen jetzt auch nächstes Jahr das nächste Album aufnehmen eventuell? Also nächstes Jahr gehen wir erstmal auf die große Bühne. Ja. So, das ist dann die Wuhlheide in Berlin am 18.06. Ja. 2022. Ja. Also es gibt tatsächlich noch ein paar Tickets, aber nicht viele. Und auch nicht mehr lange wahrscheinlich? Und auch wahrscheinlich nicht mehr lange. Tatsächlich, ja. Ja, zum Glück ist das nicht schön. Okay, das heißt, ich verstehe, wenn ich das richtig verstehe, ihr wollt es wirklich jetzt einfach genießen. Ja. Dass es einfach aufgrund der Tatsache, dass die Songs nach wie vor unglaublich gut angenommen werden, die Fans sich unglaublich freuen. Wir haben ja auch neue Schmankerl dabei. Ja. Also sind ja auch neue Songs mit drauf, das muss natürlich auch sein. Aber ja, genau, wir wollen einfach nur genießen gerade. Was das mit den Menschen macht, dass ihr in der Form wieder zurück seid, das finde ich fast unsere liebe Redaktionskollegin Christine Kirchner sensationell zusammen. Sie hat uns Bilder geschickt. Oh, schön. Von früher. Ihr habt sie gerade kurz kennengelernt, habt quasi ein Reunion-Bild gemacht draußen auf dem Parkplatz. Ist sie früher. Da war sie 11 Jahre alt. Und war ein unglaublich großer No Angels-Fan. Und ich glaube, da gab es Millionen Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene irgendwie, denen es irgendwie ähnlich ging. Hier sieht man die tapezierte. Weißt du, was großartig ist? Heute sind diese Menschen einfach mal so 17, 18, 19 Jahre älter. Unglaublich. Und wir haben jetzt gemerkt, dass wir tatsächlich so ein ähnliches Gefühl wieder in sehr vielen von denen ausgelöst haben, als wir zu viert einfach mal wieder da waren, als wir uns gemeinsam gemeldet haben, als wir ein gemeinsames Foto gepostet haben. Und das passiert jetzt Monate später immer noch, wenn wir uns zusammen melden. Und die werden schon direkt auch zu Es gibt mit Sicherheit einige neue eingeschult. Total. Wir zeigen hier nochmal das aktuelle Bild, das haben wir auch vorbereitet, was ihr gerade mit der Christine gemacht habt. Wie gesagt, das müsste dann ja jetzt so 17, 18, 19 Jahre vielleicht später sein. Da ist sie. Ihr seid aber schnell. Wie die Orgelpfeifen. Christine in der Mitte. Herrlich. Und wir haben, wie gesagt, diese ganzen Fan-Utensilien von früher. Das hier ist das T-Shirt. Ich hätte jetzt gesagt, ein Baby-T-Shirt, aber nein, so groß war. Wir haben jetzt auch T-Shirts übrigens. Das sind in den Bundles mit den großartigen Ticket-Bundles. Und du hast es mir ja gerade gezeigt. Das ist ja ganz wichtig für mich hier und für meine kleine, für meine kleine Wohnung. Denn es gibt hier ein wunderschönes stilechtes Poster. Heute musst du dich auch gar nicht mehr schämen. Oder? Heute kann ich mir das voller Selbstbewusstsein als gestandener Mann einfach in die Wohnung einrahmen. Oder? Ja. Ich finde auch. Ja, dass man sich das einfach traut. Andersrum. Guck mal, erstmal längs. Schau mal. Dass man von diese großartigen Frauen Fan ist. Das kann man doch sagen. Oder? Ja, klar. Ja. Wir alle sind Fans. Also, wir sind auch Fans voneinander. Das selbstverständlich. Ist ja auch das Schöne. Ja. Vielen Dank, dass ihr heute Morgen hier seid. Natürlich. Macht unglaublich viel Spaß. Wir wünschen euch viel Erfolg bei allem, was jetzt irgendwie kommt. Mit dem Album, mit der Tour, beziehungsweise mit dem Konzert dann im nächsten Jahr. Dankeschön. Und ihr seid natürlich immer wieder herzlich eingeladen, um mit uns hier den Morgen zu verbringen. Schön. Danke euch. Dankeschön. Dankeschön.